Lex. Buzz down, Rollie, Audemars, Plain Jane, Blow dang, whole dream, every day, same thing. Cause we just out here trying to maintain. Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Black Ops 4 Video seit dem Release. Und heute gibt es mal das erste Video einer kleinen Serie, und zwar von der Tipps und Tricks Serie. Und heute gleich mal ein bisschen, wie man denn am besten Headshots macht für die Gold- bzw. Diamant- und Dark-Matter-Tarnung dann. Ich habe jetzt so ungefähr 5-6 Stunden Spielzeit, glaube ich, wenn nicht sogar ein bisschen mehr wahrscheinlich, und habe bis jetzt geschafft, die ICR auf Gold zu machen. Auf jeden Fall richtig nice. Im Hintergrund seht ihr noch ein kleines Jungle-Gameplay, da bin ich echt richtig abgegangen schon mal. Hat echt extrem Bock gemacht. Ich schätze mir, ich werde auch noch einzeln ein Video machen, wie mir so Black Ops 4 gefällt und so weiter. Aber ich wollte jetzt einfach mal so ein Video raushauen, weil ich glaube, dass das ganz gut ankommen könnte, wie man denn am besten so auf Headshots geht. Aber bevor wir zu den Headshots kommen, zeige ich euch erstmal kurz die ganzen Herausforderungen, die man überhaupt braucht, um die Goldtarnung freizuschalten. Ne? Ich habe bis jetzt nur die ICR in Gold, und übrigens, warum die hier so lila glitzert, jeder dachte irgendwie, dass es ein Bug ist, aber dazu kommt auch noch ein Video. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles neues Feature, was da dazugekommen ist. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal die Medaillen, die ganzen Herausforderungen. Die sogenannten Leistungsherausforderungen sind einfach wieder wie in Black Ops 2, Volltreffer, 100 Stück insgesamt. Und dann schaltet man die sogenannten Technik-Herausforderungen frei. Das sind einmal 10 Weitschussmedaillen, 50 Abschüsse ohne Aufsätze, 50 Abschüsse mit einem Visier und 5 Aufsätzen, 5 mal ein Doppelabschuss und 5 mal die Blutrünstig-Medaille. Und wie das Ganze einfach funktioniert, werde ich euch gleich zeigen, vor allem die Weitschussmedaillen, wie man die macht. Werdet ihr es jetzt gleich sehen, wie ich dann eine relativ einfache Methode rausgefunden habe, wie man die machen kann, weil in Core mit 150 Leben ist es nicht unbedingt so leicht. So, und ihr habt ja gerade gesehen, was man für Herausforderungen braucht. Ich glaube, die Blutrünstig-Medaillen, die Kills ohne Aufsätze und die Kills mit Reflex und 5 Aufsätze und die Doppelabschüsse sind relativ selbsterklärend, und dann ist das einzige ja nur noch Weitschüsse, das man braucht. Und dazu habe ich mir was ziemlich Gutes einfallen lassen, womit das auf jeden Fall ziemlich einfach geht. Aber davor kommen wir erst noch kurz dazu, wie ich denn mit den Headshots vorgegangen bin. Und zwar fand ich es extrem hilfreich, Hardcore Team Deathmatch oder Hardcore Herrschaft oder Hardcore Frei für alle zu spielen. Ganz einfach, wenn man ein bisschen Aim hat, ist ein Headshot ein One-Shot, beziehungsweise er ist immer ein One-Shot, aber wenn man ein bisschen Aim hat, kann man einfach auf den Kopf zielen und den Gegner mit einem Treffer töten. Ne? Und so ist es dann einfach viel einfacher, relativ viele Headshots in einem Spiel hinzubekommen, wenn man nicht den normalen Core-Modus spielt. Weil im normalen Modus braucht man, glaube ich, trotzdem 3 Headshots oder so, damit der erstmal stirbt. Und so fand ich das auf jeden Fall relativ einfach. Die Aufsätze, die mir auf jeden Fall gefallen haben auf der ICR dafür, ist auf jeden Fall ein Reflexvisier, weil ich finde, mit einem Reflexvisier kann man einfach viel besser auf den Kopf zielen, und wenn man einfach in der Mitte den einen Punkt hat und außenrum praktisch auch noch was sieht, anstatt wenn man das ohne Reflex spielt, ist er praktisch unten vom Visier ein bisschen was abgeschnitten, wenn man es so nennen kann, beziehungsweise vom Körper, vom Gegner dann. Und die anderen Aufsätze sind eigentlich relativ egal. Es gibt manche erst, die haben, glaube ich, einen Aufsatz, wo man mehr Headshot-Schaden macht. Für die Leute, die es im normalen Modus mit 150 Leben machen wollen, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. In Hardcore kann ich es nicht empfehlen, weil da bringt es eigentlich nichts, weil da ist ein Headshot immer ein One-Shot. Also von dem her ist es relativ egal. Aber ich würde auf jeden Fall Reflex drauf nehmen, und sonst, je nachdem, was ihr halt wollt, da ist es relativ egal, vor allem in Hardcore, wie gesagt. Und gut, so habe ich teilweise 16, 17 Headshots pro Spiel gehabt und hatte auch die Goldtarnung eigentlich echt schnell auf der ICR. Und bin jetzt auch auf dem Weg zur Diamanttarnung mit den ARs und dann hoffentlich irgendwann Dark Matter. Das war's zu den Headshots. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch meine Taktik, wie ich mit den Weitschussmedaillen vorgegangen bin, weil das meiner Meinung nach eigentlich die schwerste Herausforderung ist. So, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe Hardcore gespielt, das war frei für alle. Für die Weitschussmedaillen würde ich auf jeden Fall frei für alle empfehlen, weil mir ist aufgefallen, in den die Maps in Black Ops 4, die sind alle relativ lang, das heißt, man kann im Spawn hinten, beziehungsweise wenn man Herrschaft spielen würde, sind die Spawns ja meistens hinten auf beiden Seiten, und da kann man ganz hinten campen und dann einfach easy auf Weitschüsse gehen.
weil meistens reicht es vom Spawn bis zum ersten Haus oder so, ist das meistens eh schon ein Weitschuss. Und so fand ich auf jeden Fall richtig einfach. Ich habe in dem Gameplay, was ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, aus 30 Kills hatte ich 9 Weitschüsse. Und vor allem halt auch Hardcore, weil man in Hardcore bloß einen Schuss natürlich braucht, beziehungsweise vielleicht manchmal zwei, wenn der Körper Rüstung hat oder so. Aber trotzdem, da fand ich extrem einfach, die Weitschüsse zu machen. Hab da auch 9 in einem Spiel gemacht und im nächsten Spiel gleich noch einen gemacht, den letzten, den 10. Also auf jeden Fall richtig die einfache Methode so. Man kann es natürlich auch in Herrschaft oder so probieren, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, dass es in Freifall am einfachsten ist, weil in Herrschaft muss man dann vielleicht, wenn man allein im gegnerischen Spawn ist, spawnen die dann nicht mehr, oder wenn man bei sich hinten campt, läuft vielleicht mal ein oder zwei Gegner vorbei. Und bei Frei für alle spawnen sie normalerweise immer relativ gleich und so praktisch vor einem daran. Fand ich auf jeden Fall richtig easy so und hatte die Challenge, glaube ich, in, ja, wie gesagt, 2 Spielen, also ungefähr 10 Minuten in Frei für alle, hatte ich die rum. Ich habe tatsächlich mit der Taktik sogar ein 30-3 rausgeholt. Weil, keine Ahnung, die Gegner haben das irgendwie nicht so wirklich gecheckt, dass ich da hinten so campe, und haben es einfach nicht hinbekommen, mich zu killen, weil die haben hergeschaut, ich habe auf die geaimt, einen Schuss und die waren weg. Also eine absolut geile Taktik, und so kommt man auf jeden Fall richtig schnell dann an die Weitschussmedaillen ran. Gut, dann war es das auch eigentlich schon so mit meinen Tipps. Ein lockeres, knackiges, kurzes Video mit meinen besten Tipps, und es gibt dann eigentlich nicht wirklich mehr dazu zu sagen, weil es meiner Meinung nach echt wieder relativ einfach ist. Es ist eigentlich, ich glaube, sogar absolut genau dieselben Challenges wie in Black Ops 2, und da fand ich es auch relativ einfach. Und gut, ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, da könnt ihr euch drauf freuen, auf die geheimen Tarnungen, die es in Black Ops 4 gibt. Das finde ich richtig geil, dass sie sowas einbauen. Und ein Video auch noch zu meiner Meinung zu Black Ops 4, zu Blackout, zu Zombies und so weiter. Ich habe jetzt wieder richtig Bock, einfach mit Black Ops 4 richtig durchzustarten. Und gut, dann würde ich sagen, hoffe ich euch, habe ich euch auf jeden Fall weitergeholfen und euch hat auch das Hintergrund-Gameplay gefallen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.